Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren der Aktionär TV Interview. Volkswagen hat heute zur Hauptversammlung geladen. Bereits vorher gab es die Meldung, dass die BaFin den gesamten Vorstand bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Über VW spreche ich jetzt mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Herzlich willkommen, Herr Pieper. Schönen guten Tag. Heute ist also Hauptversammlung bei VW. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich bzw. haben Sie nach den ersten Aussagen schon gewonnen? Ja, es geht hier heute vor allen Dingen um das Aufarbeiten dieses Skandals. Das ist einfach der Zeitpunkt, wo man die ganze Wäsche nochmal wäscht sozusagen und das nachvollzieht und das vor allen Dingen auch kritisiert, was seit September gelaufen ist oder eben manchmal auch nicht gelaufen ist. Und ich glaube, richtig gehende neue Erkenntnisse. Ja, bisher würde ich sagen, sehr gering oder nicht vorhanden, aber das kann man auch nicht erwarten. Es geht, wie gesagt, bei der Hauptversammlung normalerweise schon wird ein Blick nach vorne gemacht. Heute geht es ganz klar um Krisenbewältigung. VW steht vor einem komplexen Umbau. Dafür hat VW die Strategie 2025 vorgestellt. Finden Sie die Pläne des Vorstands überzeugend? Grundsätzlich ja. Ich glaube, das Thema moderne Technologien ist zu sehr vernachlässigt worden und wird jetzt richtigerweise auf die Fahnen geschrieben. Nun ist es natürlich so, viel leichter gesagt als gemacht. Und das Entscheidende wird sein, was man die nächsten 3, 4, 5 Jahre dann wirklich davon umsetzen wird. Es geht ja im Endeffekt, das ist nicht so sehr angesprochen worden bisher, um Sparmaßnahmen, um sicherlich auch einen Personalabbau. Das sind Dinge, die jetzt diskret verhandelt werden und da liegen im Endeffekt eigentlich auch die größten Knackpunkte. VW will vor allem effizienter und profitabler werden. An welchen Stellschrauben muss VW drehen, um das zu schaffen? Ja, das Kernproblem ist die Marke VW und regional einfach die USA. Insbesondere nach dem Skandal, aber selbst vorher war USA-Geschäft eigentlich schon immer das Schwächste von Volkswagen. Das ist natürlich jetzt noch verschärft worden. Und für beides, die Marke VW, die jetzt fast an der Nulllinie angekommen ist beim Ergebnis, und für USA, wo man sicherlich zurzeit ganz deutliche Verluste macht, ist auch keine schnelle Lösung zu sehen. Es geht dann eben um Kostenmaßnahmen. Es geht eben auch in Deutschland bei den VW-Werken um Personalabbau. Das ist natürlich bei VW ein extrem schwieriges Thema. Und es wird so gesehen eine richtige Besserung in beiden Problemfeldern, glaube ich, nicht vor 2018 geben. VW will jetzt auch stark in die Zukunftsgeschäfte wie Elektromobilität oder Batterietechnik investieren. Was sind aus Ihrer Sicht die Themen der Zukunft und wie ist hier VW aufgestellt? Ja, die drei großen Themenkreise, die werden ja jetzt auch täglich praktisch überall und immer wieder diskutiert. Das ist das E-Auto, das wahrscheinlich das Verbrennungsauto ablösen wird innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre. Dann das selbstfahrende Auto, da ist man schon recht weit und das ist ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen leichter zu handhaben ist, was sicherlich auch irgendwo an die Grenze stößt. Wollen wir das überhaupt im Endeffekt? Will der Verbraucher zu 100% fremdbestimmt sein in der Endlösung sozusagen dieses technischen Problems? Und das ist das vernetzte Auto. Für alles drei, ich würde mal sagen, in allen drei Themen ist Volkswagen unterschiedlich aufgestellt. Beim selbstfahrenden Auto gut, beim Elektroauto ist man Nachzügler und beim vernetzten Auto liegt man etwa so da, wo die Konkurrenz liegt. Sie haben das Thema Verbrennungsmotor schon angesprochen. Zum Thema Dieselmotor hat sich VW-Chef Müller skeptisch geäußert. Hat der Dieselmotor überhaupt noch Zukunft? Zukunft auf 20, 30 Jahressicht würde ich sagen, wahrscheinlich nein. Langsam fängt die Industrie sich an, davon gedanklich zu verabschieden. Und ich glaube, in der Realität wird man sich anfangen, in 2025, 2030 davon zu verabschieden. Das ist einfach keine Zukunftstechnologie mehr, weil man doch verschiedene Dinge einfach nicht mehr lösen kann. Und die Zukunft ist das Elektroauto, ein Übergang ist das Hybridauto. Und ich glaube, auch der Benziner wird uns noch erhalten bleiben, bis in die vielleicht 30er Jahre hinein. Aber auch das ist sicherlich nicht mehr die ferne Zukunft. Besonders in den USA hat VW viel Vertrauen verloren. Inwieweit kann VW die Probleme in den USA auf anderen Märkten kompensieren? Ja, glücklicherweise für Volkswagen läuft China nach wie vor sehr gut. Volkswagen selber hat gewisse Probleme. Sie können die Ergebnisse nicht ganz halten, aber sie liegen dort immer noch auf hohem Niveau, verdienen dort im ersten Quartal ja doch einen wirklich sehr großen Teil, also rund ein Drittel oder etwas mehr sogar ihres Konzernergebnisses. Und auch verschiedene Marken entwickeln sich immer noch exzellent, also Porsche, Audi, Scania und Skoda vor allem. Das sind im Moment die Glücksfälle, die Volkswagen letzten Endes aus dieser Krise herausziehen. Ich habe es zu Beginn der Sendung schon angesprochen. Bereits vor der Hauptversammlung wurde bekannt, dass die BaFin den gesamten VW-Vorstand verklagt. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Ja, das ist irgendwo damit zu rechnen gewesen, wenn das jetzt auch bei dieser Anklage oder bei der Anzeige, darum geht es ja, was die BaFin betrifft, schon weitergeht, als es wahrscheinlich die meisten vermutet hätten.
Und die Anklage besteht ja nach meinem Kenntnisstand bisher gegen zwei Personen. Das wird auch nicht unbedingt erweitert werden. Das wäre jetzt eine Überraschung, wenn jetzt über Herrn Winterkorn und über Herrn Dies hinaus andere noch definitiv angeklagt werden. Und das wäre eine Verschärfung der Lage, keine Frage. Zu guter Letzt wollen wir noch mal auf den Anleger schauen. Was raten Sie dem? Wie sollte der mit der VW-Aktie jetzt umgehen? Unverändert große Risiken muss man gar nicht viele Gründe nennen, weil sie auf dem Tisch liegen. Der Skandal mit seinen weiteren Spätfolgen, die Nachrichten, die man immer noch jeden Tag liest, siehe die Anklage der von Herrn Winterkorn und Herrn Dies. Aber andererseits sind die Chancen auch sehr groß. Ich würde sagen, die Chancen sind sogar deutlich größer als die Risiken. Volkswagen ist sehr niedrig bewertet. Wenn der Skandal Sie am Ende 16 oder auch 20 Milliarden kostet, dann ist das Unternehmen wirklich hier nicht nur preiswert, sondern auch mit doch einer Menge Zukunftschancen versehen. Sagt Jürgen Piekpe vom Bankhaus Metzler. Vielen Dank. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war ein Deaktionär TV-Interview. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie wollen. Tschüss.